Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir müssen mal reden. Heute geht es um die Kleidung. Und insbesondere um die Kleidungsherstellung. Ich war neulich in dem Outlet Center in Roermond. Und was ich da gesehen habe, das hat mich doch zutiefst schockiert. Mir ist da klar geworden, dass da gewaltig was schief läuft. Und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht im Internet nach einem Bericht und Daten und Fakten zu der Kleidungsherstellung gesucht und auch gefunden. Im ZDF kam neulich ein Bericht unter der Rubrik Planet E und da ging es um die Kleidungsherstellung. Und Zahlen und Daten und Fakten wurden da auch genannt. Und die sind mehr als beeindruckend und auch besorgniserregend. Was die Zahlen hergeben, da muss man sagen, da macht uns die Politik oder die öffentliche Meinung doch stark was vor. Nein, es sind nicht die Kreuzfahrtschiffe, es sind auch nicht die Autos, die uns das CO2 in die Luft pusten oder das meiste CO2 in die Luft pusten. Nein, es ist die Kleidungsindustrie. Dort wurde genannt, dass alle Autos, Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe zusammen so viel CO2 produzieren wie die gesamte Kleidungsindustrie. Das ist hammerhart. Also, in der Kleidungsindustrie wird so viel CO2 erzeugt wie alle Flugzeuge, alle Autos und Kreuzfahrtschiffe zusammen. Das heißt, die Autos sind nicht der Klimakiller, die Flugzeuge sind nicht die Klimakiller oder auch nicht die Kreuzfahrtschiffe sind die Klimakiller Nummer 1. Nein, die Kleidungsindustrie. Denn alles andere zusammen addiert ergibt die Kleidungsindustrie. Das ist wirklich hammerhart und findet so in der öffentlichen Meinung nicht statt. Dieses Faktum habe ich da zum ersten Mal gehört. Was ich aber in Roermond schon festgestellt habe, dass es auch stimmt. Denn wie da die Menschen Kleidung kaufen und an Geschäften anstehen, in Schlange stehen und teilweise 10, 15 Minuten warten, um in einen Laden reinzukommen, um etwas kaufen zu können, das ist schon hammerhart. Googelt diesen Bericht, schaut ihn euch an, der ist in der ZDF-Mediathek zu finden. Diesem Wahnsinn ist nur schwer zu entkommen. Eine Alternative ist zum Beispiel Secondhand. Denn bei Secondhand wird ja nur die Kleidung, die schon im Umlauf ist, nochmal benutzt. Und also die Kleidung bleibt länger im Kreislauf. Es ist absolut nicht sinnvoll, neue Kleidung zu kaufen. Es ist genug Kleidung im Umlauf. Wenn jemand seine Kleidung nicht mehr benötigt, kann er sie verkaufen oder an Secondhand-Läden abgeben, damit jemand anders diese Kleidung dann weiter nutzen kann. Das ist top und ich habe es selber ausprobiert. Ich bin sehr zufrieden. Was auch zutiefst erschütternd ist, wie viel Kleidung in Kleidersammlungen mittlerweile deponiert werden. In einer Woche werden in den Altkleidern-Containern 70.000 Kilogramm deponiert. Das ist erschütternd, dass so viel Kleidung in einer einzigen Woche weggeschmissen wird und neu gekauft wird natürlich. Die Leute laufen ja nicht nackt durch die Gegend, sondern die haben ja dann neue Sachen. Die Kleidungsindustrie fabriziert mittlerweile 24 Kollektionen pro Jahr, das sind 2 pro Monat. Wozu? Wenn die Leute eine Jeans kaufen, dann kann die erstmal getragen werden oder ein Pullover oder ein Hemd oder was auch immer. Es muss nicht jeden Monat was neu gekauft werden. Aber das ist ja diese neue Modeerscheinung Fast Fashion. Fast Fashion heißt, ich trage was 4 Wochen und schmeiße es dann weg, um was Neues zu kaufen. Und das ist der Klimakiller Nummer 1. Warum kommt sowas nicht in den Medien? Also wenn ihr wirklich etwas fürs Klima tun wollt, dann kauft weniger Klamotten. Ihr könnt ruhig Auto fahren, aber hauptsächlich geht es um die Kleidung. Ein anderer Aspekt, den wir noch bei der Klimadiskussion noch behandeln müssen, und da müssen wir drüber reden, das sind die Braunkohlekraftwerke. Ich habe die Tage einen Bericht bei Quarks im Facebook gesehen und das ist auch mehr als alarmierend und kommt so in den Medien auch nicht vor, jedenfalls nicht in der breiten öffentlichen Meinung, in der Primetime um 12:08. Nämlich, dass ein Braunkohlekraftwerk in einer einzigen Minute, in einer Minute
so viel CO2 produziert wie eine vierköpfige Familie pro Jahr. Also ein Braunkohlekraftwerk verbraucht so viel CO2 wie eine vierköpfige Familie pro Jahr mit Fliegen, Auto und Kreuzfahrtschiffen. Was bedeutet das? Nun ja, Kohlekraftwerke allgemein müssen abgeschafft werden. Die Leute sollen weniger Kleidung produzieren und weniger kaufen. Raus aus der Atomkraft, hin zur Windenergie, Solarenergie. Aber nein, da werden die Fördermittel eingestrichen. Und Kohlekraftwerke sind wir noch weit davon entfernt, dass diese abgeschaltet werden. Klimaziele werden ja mittlerweile in Deutschland nur noch verfolgt und nicht mehr erreicht. Dagegen müssen wir was tun. Also, überlegt bei eurem nächsten Einkauf, wenn es um Thema Kleidung geht, ob ihr das Teil wirklich benötigt. Die Jeans, den Pullover, das T-Shirt oder was auch immer. Überlegt euch mal, ob es nicht sinnvoller ist, Secondhand zu kaufen. Es gibt mittlerweile genug Anbieter im Netz, die das anbieten. Es gibt auch Secondhand-Läden in den Shops, in den Städten. Aber online findet man auch. Man kann die Sachen bestellen, man probiert sie an, wie man es halt von anderen Online-Anbietern auch kennt. Wenn es nicht gefällt oder wenn es nicht passt, schickt man es wieder zurück. Alles kostenlos. Und nur das, was man benutzt und behalten will, wird bezahlt. Das, was ihr zurückschickt, kommt wieder in den Verkauf. Also, es wird nicht geschreddert. Lasst ein Abo da und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis bald. Adios.